Ja, willkommen hier zur nächsten Folge Let's Play Transportfieber zur Preview. Und ja, weiter geht's hier mit dieser Aufnahme. So, jetzt ein neues Fahrzeug verfügbar. Ein fliegendes Fahrzeug. Ja, da kümmern wir uns jetzt erstmal noch nicht drum. Wir haben beim letzten Mal hier den Zug hier eingesetzt. Und der ist jetzt schon wild unterwegs mit ein paar Fahrgästen. Das Ganze werden wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen und dann werden wir mal schauen, ob wir hier einen Kreuzungspunkt schon erstellen müssen. Kommt jetzt, wie gesagt, dann auch die Fahrgastzahlen drauf an. Wir können auch mal schauen, was wir für einen Takt haben hier. So, im Bahnhof fahren wir mal langsam ein. So, was haben wir denn hier für einen Takt? Momentan 6 Minuten, ja, ist ein bisschen viel, weil es gibt ja jetzt die 20-Minuten-Regel nicht mehr, die es mal in Trainfieber gab. Ja, jeder, der Trainfieber gespielt hat, weiß, was ich damit meine. Es muss also alle 20 Minuten ein Zug oder Bus und so weiter kommen, sonst hat sich das irgendwie nicht gelohnt. Haben wir jetzt nicht mehr. Gut, ja, hier ein paar Fahrgäste, die fahren schon mit. Ja, bevor wir jetzt die konkurrierende Fernbuslinie erstellen, die ich geplant habe, müssen wir halt erstmal schauen, dass der Zugverkehr richtig läuft. Da, weil wenn im Zug keine Leute mitfahren, dann bringt es auch nichts, wenn dann im Bus keine mitfahren oder so. Die Buslinien, die beiden haben wir ja schon erstellt. Und ja, wir geben dem Zug jetzt einmal mal ein bisschen Stoff und schauen dann mal, wie sich das jetzt entwickelt, dann mit den Fahrgastzahlen. So, momentan hier warten jetzt 12 und hier haben wir auch schon wieder 6 am Warten und der Zug ist aber jetzt schon ein Stückchen weg. So, generell braucht er eh ein bisschen, weil halt die Strecke jetzt nicht so kurz ist. Das liegt zwar auch daran, dass wir hier einen kleinen Bogen drin haben, wir haben auch so schräg fahren können, aber es ist nicht so schlimm. Genau, 14 warten jetzt, 14 gehen in den Zug rein. Gut, jetzt kommen schon wieder ein paar mehr. Die Busse bringen auch ein paar Fahrgäste. Warum sind die Häuser jetzt hier so weiß, wenn ich mich denen näher? Gehört das so oder? Okay, ich hatte die irgendwie ausgewählt. Zwar alle auf einmal. Ah, man kann jetzt hier auch in die Häuser reinblicken. Hört man hier immer. Dann haben wir hier das Baujahr des Hauses und wie viele Leute hier wohnen. Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze. Interessant. Jetzt wenn wir uns hier mal irgendeinen Menschen schnappen, dann sehen wir auch, wie die wieder reisen. Das sind also meistens die Billigreisenden. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, wenn wir die erste Buslinie, Fernbuslinie bauen, wie sich das dann entwickelt. So, ja, jetzt warten hier über 30 Leute. Das heißt, wir werden jetzt mal den zweiten Zug erstellen dann. Ja, bauen wir erstmal hier eine Zweigstelle. Die, denke ich, werden wir ungefähr in der Mitte machen. Die ist jetzt ungefähr da. Genau, dann, ja, die muss nicht relativ lang werden, weil die Züge hier auch nicht so lang sind, die hier fahren werden. Dann braucht man hier natürlich Signale, dass sich der Zug auskennt, in welche Richtung dass er fahren muss. Und dass die hier auch richtig kreuzen, haben wir hier also. So, da müssen wir mal schauen, genau, die Linie hat es auch schon erkannt. Ach, wir haben erst eine Buslinie gebaut. Ich dachte, wir haben schon alle zwei. Okay, hier haben wir noch gar keine. Habe ich mich wohl getäuscht? Hier haben wir auf jeden Fall eine. Gut, dann werden wir das schnell machen. Gleich, wenn wir den Zug dann eingesetzt haben. So, hier haben wir einen kleinen Autosave-Ruckler gehabt. So, und dann schauen wir jetzt mal, was wir jetzt für einen Zug nehmen. Ich denke mal, wir werden jetzt mal einen Dampfzug nehmen und mal ein paar Wagen dran. Hier gehen 17 Fahrgäste rein. Von dem nehmen wir einfach mal zwei Wagen. Und dann schicken wir den Zug dann auf die Strecke. Jetzt kommt nur der Schienenbus schnell. So, und dann müssen wir einfach warten, bis der wieder weg ist. Und hier kommt dann die andere Strecke noch. Hier haben wir auch schon wieder eine Weiche, die nicht so ist, wie sie sein soll. Das können wir ja mal kurz beheben in der Zwischenzeit.
Kollision, warum? Hä? Komisch. Ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen mehr abreißen. So, jetzt können wir verbinden, dann können wir hier die Verbindung wieder machen. Na, dann haben wir jetzt hier den Fehler behoben. So, jetzt ist der Zug gleich am Zielort. Das heißt, wir können hier mal den Dampfzug auf die Linie schicken. Das werden wir jetzt mal schön gemütlich machen. Da wir hier auch mal ein bisschen mitfahren möchten. Ist ja jetzt doch ein bisschen was anderes wie so ein Schienenbus. Ja, jetzt natürlich alles noch recht alt. Mal gespannt, was wir dann als Mods wieder für moderne Fahrzeuge und so weiter bekommen. So, es schaut jetzt relativ interessant aus, was wir jetzt hier für eine komische Verbindung gefahren sind. Aber ja, wollen wir eigentlich auf dieses Gleis? Ja, das ist schon mal richtig. So, der beschleunigt jetzt hier noch kräftig rein. Hier warten 23 Leute, das ist ganz gut. 34 würden jetzt hier in den Zug reingehen. So, alles voll, dann können wir fahren. Schauen wir uns einmal mal von hier vorne an. Wir müssen dann wirklich mal später schauen, wenn wir in unseren Let's Play dann bauen, dass wirklich irgendein Zug mal die ganzen Weichenverbindungen passiert. Oder wie man das ausspricht. Weil wir haben jetzt zwar hier Verbindungen ohne Ende, aber die werden halt eigentlich nie genutzt, weil die andere Strecke, was dann hier läuft, geht einfach hier runter. Und die geht halt hier runter, also hier rüber, aber hier fährt halt normalerweise nichts. So, dann schauen wir jetzt mal auf den Kreuzungspunkt. Ja gut, der Schienenbus muss jetzt ein bisschen warten, wie es ausschaut. Aber so lang ist es jetzt auch nicht. Bekommt der schon grün jetzt? Nee, noch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn er vorne reinfährt. Jetzt bekommt er grün. Okay. Gut, dann hätten wir das. Wir lassen das einfach mal ganz schnell durchlaufen. Und kümmern uns dabei mal für, über die... Kümmern uns... zweite Buslinie. Aber irgendwie fehlt jetzt da ein Zwischenwort. Naja, ist ja auch egal. Wir sind hier nicht im Deutschkurs. So, dann schauen wir einfach mal, wie hier die Landnutzung so ist. Wir haben also hier gleich die Geschäfte und so weiter am Bahnhof. Die werden wir auch ein bisschen abklappern, aber nicht allzu sehr. Weil die Leute sollen ja reisen. So, und dann gehen wir hier noch ein bisschen. Hier, dann hier runter, darüber und da. Und dann hier sind wir wieder am Ende. So, und dann erstellen wir jetzt noch eine Linie. Die nehmen wir jetzt mal Buslinie 3 einfach. Ne, ich möchte es eigentlich groß schreiben. So, jetzt Buslinie 3. Ne, nicht 34. 3. Wir haben eine neue Lok zur Verfügung und einen neuen Bus. Gut, gut. So, wir beginnen also wieder hier, dann ja, schauen wir einfach mal hier, hier. Dann erstellen wir mal ganz schnell die Buslinie hier. Oder hat man die Linie nicht schon erstellt hier? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Haben wir hier nicht schon die Busse gekauft oder war das woanders? Bin mir jetzt nicht sicher, irgendwo hatte ich mal Probleme. Ist jetzt auch egal. Ich habe heute schon so oft Videos aufgenommen, dass ich mich gar nicht mehr auskenne. Jetzt haben wir hier die 6, dann 7, 8, 9. Und dann geht es hier noch rüber. Jetzt haben wir hier gleich 2. Naja, auch nicht so schlimm. Genau. Und so, dann schauen wir nämlich mal hier Busdepots. Die kann man ja hier einblenden und ausblenden lassen. Halt allgemein, aber hier haben wir noch nichts. Das einzige, was hier ist, ist eine Industrie, die haben wir uns eigentlich noch gar nicht angeschaut, kann man sich auch mal anschauen.
So sehen jetzt nämlich die Fabriken und so weiter aus. Die erweitern jetzt auch das Gelände und das ganze Zeugs. Ist alles ein bisschen schöner geworden und umfangreicher. Ja, gut, dann schauen wir einfach mal, dass wir hier jetzt noch ein Busdepot bauen. Nehmen einfach wieder das gleiche hier. So, und dann kaufen wir jetzt, hier haben wir ja jetzt die neuen Busse, dann nehmen wir die gleich mal. So, Buslinie 3. Und die sollten sich jetzt auch gleich wieder verteilen auf die verschiedenen Straßen. Genau, einer ist jetzt da runtergefahren, einer fährt links, rechts und so weiter. Genau, die Verteilung funktioniert da wirklich jetzt super. Das passt auf jeden Fall. Gut, dann können wir jetzt kurz in den Linienmanager hier reinschauen. Also haben wir jetzt hier die Linie und dann die hier. Passt. Und ja, wie schaut es bei den Zügen aus? Genau, die sind beide ziemlich voll. Gut, dann können wir eigentlich. Ich sollte einfach mal zwischenspeichern, auch nicht, dass mir das Ganze hier abstürzt. Hatte ich zwar bis jetzt noch nicht, aber man kann ja nie wissen. So, und das ist jetzt erstmal die Preview-Map hier. Nehmen wir jetzt einfach mal PR. So, und jetzt werden wir auch die Fernbuslinie erstellen, die ich geplant habe. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die normale Landstraße für. Und wie man sieht, haben wir jetzt nicht eine direkte Straße hier runter. Die werden jetzt hier ziemlich weit über diese Stadt verbunden. Das ist nicht so sinnvoll. Das heißt, wir werden jetzt hier noch eine Straße machen und die in die Stadt hier reinführen. Genau. Und dann haben wir das hier und hier werden wir auch noch mal eine Abkürzung erstellen. Gleich hier rein in die Stadt. Aber was hat er jetzt hier gemacht? Gut, auch nicht schlimm, eine kleine Ausweichstelle für die Polizei, wenn die LKWs rauszieht, kann man sich ja alles so denken. Genau, und dann ist die Linie jetzt an sich auch relativ einfach normalerweise. Wir werden die beide an den Bahnhöfen auch beginnen lassen, die Linien, und nennen die jetzt einfach mal F Bus Linie, ne, Linie klein, Linie, so. Und die machen wir jetzt einmal mal grün, das erinnert dann an Flixbus. Und jetzt einfach hier praktisch die Bahnhofshaltestelle da. Und dann hier in dem Ort nehmen wir einfach mal die. Gut, die kennt man jetzt nicht auseinander, also machen wir die doch mal lieber rot. Genau. Gut, die Busse werden dann auch nur hier an den Bahnhöfen halten. Für die anderen Haltestellen sind dann wieder die kleineren Busse zuständig. Also die anderen Busse halt. So, und jetzt schauen wir einmal, wie das funktioniert. Wenn wir jetzt hier ein Depot haben, dann. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Genau, jetzt schauen wir mal. Nehmen wir hier einfach mal. Ja, nehmen wir auch mal vier von den Bussen hier. Die schicken wir jetzt alle auf die Buslinie. Ja, was können wir jetzt hier aufrüsten? Ah ja, okay, hier können wir jetzt auf Straßenbahn aufrüsten. Okay, gut. Wo fahren die jetzt? Verteilen sich die jetzt auch? Nee, wahrscheinlich nicht. Wäre jetzt auch nicht so sinnvoll. Hier mal Geschäft. So, wir schauen mal, welcher jetzt der erste auf die Linie ist. Es ist also der hier. Gut, und die werden wir jetzt auch ein bisschen die Farbe ändern. Und zwar machen wir die jetzt grün. Dann schauen wir mal, was sich hier jetzt ändert an der Farbe. Genau, die fahren jetzt alle hintereinander, ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Darum müssen die jetzt hier auch ein bisschen Abstand mal gewinnen. Das heißt, wir halten die jetzt mal an. Können die derweil mal alle einfärben. Machen wir alle in so einem Grünton. Der letzte kommt irgendwie gar nicht. Wahrscheinlich ist der schon weiter vorne. So, nicht die Linie, sondern hier die Farbe möchte ich ändern. Ja, ungefähr so. Genau. Dann schauen wir mal, wo die anderen gerade sind. Fährt jetzt hier in die Stadt rein.
kann man halt hier jetzt relativ schlecht auseinanderhalten, außer durch die grüne Farbe jetzt. Genau, dann können die zwei jetzt mal nachfahren. Ja, und hier fahren auch sogar schon Leute mit. Genau, also ein Bus ist davor schon rausgefahren, das ist also der hier. Den werden wir auch noch grün machen. Müssen ja nicht alle genau das gleiche Grün sein, aber so ungefähr. So, und jetzt fahren hier immer noch zwei hintereinander, das ist nicht sinnvoll. Darum werden wir den aufhalten, beziehungsweise hier ist auch noch einer. Ich hoffe mal, es sind hier dann nicht zu viele Busse. Ne, Schmarrn, der war es nicht. Den müssen wir hier aufhalten. Genau, weil der soll jetzt eigentlich hier fahren. So, schauen wir mal. Ja, die gehen richtig. Also da fahren jetzt hier auch schon wieder haufenweise Leute mit. Und vielleicht gibt es da wirklich später so einen Flixbus-Mod oder so. So Doppelstockbusse und so weiter. Wäre vielleicht ganz nett. So, jetzt haben wir hier die normalen Stadtbusse. Da schaut es mit den Fahrgästen ein bisschen magerer aus. Gut, wir halten den jetzt natürlich auf. Ja. Tut mir jetzt kurz leid, aber ich kann die Fernbusse nicht alle hintereinander fahren lassen. Gut, dann lassen wir jetzt mal weiterfahren und dann fahren wir einfach mal mit dem mit und mal schauen, ob hier der schon wieder voll wird. Ja, fahren auch schon wieder ein paar Leute mit. Und dann fahren wir jetzt die Strecke einfach mal mit ab. So, und dann geht es jetzt hier auf die Landstraße in die andere Stadt. Also soweit ich weiß, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber in Trainfieber ist es scheinbar immer so gewesen, wenn man sowas gemacht hat, dann sind die Busse immer leer rumgefahren und die Leute immer mit den Zügen gefahren. Und ja, jetzt ist es halt nicht mehr so. So, hier ist ein bisschen eng, hier fährt er ein bisschen langsamer. Gut, dann zweigt er hier schön ab. Haben die jetzt eigentlich auch einen Blinker, die Fahrzeuge? Ich glaube, nee. Blinker werden die nicht haben. Schaut jetzt zumindest nicht so aus. So, hier kommt schon wieder einer entgegen. Ist jetzt alles ein bisschen schneller, aber sonst brauchen wir ewig, bis wir hier in die andere Stadt kommen. Und ja, es sind immer noch 11 Fahrgäste. Das sind halt die Fahrgäste, die jetzt billig fahren. Und jetzt müsste es normal in der Kategorie auch welche geben, die jetzt mehr bezahlen, irgendwie schnell reisen dann wollen, weil es mit dem Zug dann angeblich schneller geht. Genau, hier warten auch schon ohne Ende Fahrgäste. Weil die meisten sind halt hier jetzt immer noch auf billig. Also ich hoffe mal, es fahren immer noch Leute mit der Bahn. Ja. Schauen wir jetzt mal, wenn wir hier jetzt mal einen Fahrgast haben. Genau, der fährt jetzt schnell, das sehen wir jetzt hier. Also die, was jetzt mit der Bahn fahren, fahren schnell. Und später dann mit dem Flugzeug irgendwie hat es dann noch was zu tun und so weiter. So, wir können ja jetzt mal vergleichen, wenn ein Zug wieder kommt und dann ein Bus. Genau, die kreuzen sich jetzt hier auch richtig, wie das sein soll. Das passt auf jeden Fall. So, ja, und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, werden wir dann vergleichen, ob jetzt der Bus wirklich langsamer ist als der Zug. Aber es sieht jetzt hier schon mal so aus. Der kommt also kaum hinterher. Genau, aber es fahren halt nicht mehr so viele Fahrgäste jetzt mit den Zügen. Aber das werden wir in der nächsten Folge nochmal beobachten. Von dem her verabschiede ich mich aus der Folge von Transportfieber fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, von dem her danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.